Menschen helfen, die in Not sind. Das hat sich auch das Einrichtungsunternehmen Segmüller auf die Fahne geschrieben. Dazu hat Segmüller am 17. September die Spendenaktion Zeig Herz beim Möbelkauf ins Leben gerufen. Und diese Aktion war ein voller Erfolg. Die Firma Segmüller hat 300.000 Euro an regionale Hilfsorganisationen gespendet. Wie kommt denn so eine Summe zustande? Ja, die Initiative ist entstanden durch die traurige Bildberichterstattung Flutopfer in Pakistan. Das hat uns bewogen, eine große Spendenaktion aufzurufen. Wir haben gesagt, wir nehmen einen umsatzstarken Tag der Woche. Traditionell umsatzstark ist der Freitag. Möbelkauf ist Familiensache. Und deshalb haben wir uns entschieden, Freitag, den 17. September, als Spendentag auszurufen und dann 10% der Umsätze vor Ort aus den einzelnen Häusern für diese regional ausgesuchten Institutionen zu spenden und in der Summe 70.000 Euro über das Rote Kreuz als Wasseraufbereitungsanlage und einen mobilen Landcruiser für die Flutopfer in Pakistan zu spenden. Herzlichen Dank für diese wirklich tolle Initiative, die Sie auf Bayern weit in Ihren Häusern gestartet haben und wo viel Geld zusammenkommt. Nicht nur das Rote Kreuz, sondern auch die Münchner Tafel und Horizont e.V. durften sich über Spendengelder freuen. Für uns war das jetzt eine wunderbare Gelegenheit, ein neues Kühlfahrzeug anzuschaffen, welches wir dringend gebrauchen, weil wir unsere Lebensmittel auch sachgemäß transportieren müssen. Wir haben viel wärmeempfindliche Ware und da war jetzt dringend ein neues Kühlfahrzeug erforderlich und es ist eine wunderbare Sache, dass wir durch diese Spende uns das jetzt ganz kurzfristig leisten können. Vielen Dank. Bitteschön. Im Horizonthaus leben obdachlose Kinder und deren Mütter und die haben sehr, sehr schlimme Schicksale hinter sich, bis sie im Horizonthaus sind. Und es hat sich herausgestellt, dass besonders für die Kinder Kunsttherapie ein wunderbares Instrument ist, um die Wunden heilen zu lassen. Und wir werden jetzt diese stolze Summe von fast 30.000 Euro, die wir bekommen haben, die werden wir jetzt hernehmen und das sichert uns ungefähr ein Jahr lang die Kunsttherapie und damit können wir eine Menge Kinderseelen wieder ganz machen. Die Segmüller-Aktion Zeig Herz beim Möbelkauf war so erfolgreich, dass sie im nächsten Jahr wiederholt werden soll. Wann genau steht noch nicht fest, aber wenn es soweit ist, erfahren Sie es natürlich hier auf Radio Arabella.